Am 8. November 2014 lud die Menschenrechtsorganisation Christian Solidarity International, CSI, zu ihrem alljährlichen CSI-Tag nach Zürich ein. Zu Beginn rief der Präsident Herbert Mayer in Erinnerung, dass der Einsatz für Religionsfreiheit bei CSI im Glauben an Jesus Christus begründet ist. Unser Begriff von Religionsfreiheit gründet auf der Idee, dass Religion als Beziehung des Menschen zum allmächtigen Gott eine höchst persönliche Angelegenheit ist, in die sich weder andere Menschen noch die Gesellschaft oder der Staat einzumischen haben. Mit größtem Interesse folgten die mehr als 200 Teilnehmer den Ausführungen des Projektleiters für den Nahen Osten, Dr. John Eibner, der vom Gebiet erzählte, in dem die Terrorgruppe Islamischer Staat wütet. Das ist eine Kirche in Homs in Syrien, wo ich letztes Jahr war. Das ist eine christliche Familie, die vertrieben wurde in der jüngsten Welle religiöser Säuberung. Sie leben nun in einem Zelt. Doch jetzt kommt die Winterzeit, es regnet, es ist kalt und sie sehen, dass der Fußboden überschwemmt ist. Schauplatzwechsel, aber nicht Themenwechsel. Das ist Nordnigeria. In den dunkelbraun markierten Bundesstaaten herrscht offiziell die Scharia. Der Terror der islamistischen Gruppe Boko Haram, am schlimmsten in den mit Flammen markierten Bundesstaaten, stehe in engem Zusammenhang zum gerade Gehörten, betonten Franco Majok und Father Michael. Der Westen fürchtet sich, die Leute sagen nicht die Wahrheit. Man will gegen Boko Haram und gegen ISIS vorgehen, aber wir müssen nach den Wurzeln fragen. Wer ist die Ursache? Es sind die Saudis, indem sie Geld in die Terrororganisationen pumpen. Wir sollten ganz offen sein und darüber sprechen. Ein Boko Haram-Anschlag, der sehr durch die Medien ging, geschah Weihnachten 2011 in Madalla. 45 Tote und 73 Verletzte lautete die Bilanz. Doch CSI machte sich auf nach Nigeria, um dort und anderswo den Opfern beizustehen. Als wir auf einem dieser Besuche Madalla erreichten, sagte der zuständige Pastor, ich hoffe, das ist nicht eine dieser Gruppen, die kommen und gehen. So weit, so gut. Es wurde bewiesen, dass CSI gekommen ist, um zu bleiben. Ein erfreulicher Aspekt des CSI-Tages, der überkonfessionelle Einsatz von Christen füreinander. Reformierte, Mitglieder von Freikirchen, Christkatholiken und römisch-katholische Christen begegneten sich. Man hört in den Medien sehr viel über verfolgte Christen und ich denke, es muss uns ein großes Anliegen sein, nicht nur für sie zu beten, sondern ich habe in meiner Pfarrei dafür geworben und bin froh, mit einer Gruppe von Gläubigen hier zu sein und diese Zeugnisse anzuhören. Also eigentlich bin ich zunächst mal ganz froh. Ich müsste eigentlich traurig sein, ich müsste betroffen sein über die Situationen, mit denen wir konfrontiert sind, und das ist auch so. Aber was mich überwältigt, ist einfach zu sehen, wie viele Menschen heute da sind, nochmal so viele mehr als beim letzten Mal, und die, denen man so richtig abspürt, dass sie begeistert sind, dass sie hinter dieser Arbeit stehen, dass sie für die Menschen beten, dass sie für die Menschen einstehen. Und das ermutigt mich unheimlich zu sehen, das sind Leute mit uns zusammen unterwegs. Das ist nicht nur leeres Gerede, sondern das ist tatsächlich eine Realität. Eines der Zeugnisse kam aus Indien. Ein Projekt, das den dort erschreckend verbreiteten Menschenhandel juristisch bekämpft und den Betroffenen, etwa ganz jungen Mädchen, die zu Sexsklavinnen gemacht wurden, wieder in ein normales Leben zurückhilft. Die beiden Referentinnen werden aus Sicherheitsgründen nicht gezeigt, doch ihr Auftreten beeindruckte. Sie beeindruckt mich, wie sie gegen den Menschenhandel arbeitet, sich einsetzt, obwohl sie wissen, dass es gefährlich ist. Es hat mich einfach dazu bewogen, mir weitere Gedanken darüber zu machen und auch nochmal so ein bisschen, der Wille quasi ist mehr vorhanden, um auch etwas zu machen, um können helfen schlussendlich. Helfen. Das ist auch dort dringend nötig, wo von CSI befreite Sklaven aus dem Sudan wieder in ihre alte Heimat, in den neu entstandenen Südsudan, kommen und etwa von Dr. Luca Deng medizinische Soforthilfe erhalten. Begonnen hatte er seine Klinik unter einem Baum. Ich lege Ihnen zwei Dinge ans Herz. Bitte unterstützen Sie weiterhin meine Klinik und zweitens, wenn Sie helfen können, die Infrastruktur für mich zu verbessern, wäre das wunderbar. Donnerwetter, das kann doch nicht sein, eine Klinik ohne Labor, wo Menschen, wo ihnen Grundversorgung fehlt, wo ich denke, was könnte ich noch ein bisschen mehr spenden, dass die wirklich dort Grundversorgung hätten, das geht mir schon ans Herz.
Hilfe für befreite Sklaven kann man aber auch über die Aktion Ziege leisten. Ziegen als Starthilfe für das neue Leben in Freiheit. Symbolisch kann man dazu auch für 40 bzw. 50 Franken eine Tonziege kaufen. Ich habe die Geist gekauft, weil ich weiß, dass meine Oma sehr gerne so Tonsachen hat und weil sie auch sehr gerne Schöfli und Geissen hat und weil ich damit halt auch noch das kann unterstützen. Krasse materielle Armut prägt auch das Leben der Christen in Pakistan, wo sie zur untersten Bevölkerungsschicht gehören. Gunnar Wiebalk besuchte das Land, in dem Christen das Wasser bis zum Hals steht, unter anderem um Opfern von gegen Christen gerichteten Anschlägen zu helfen. Eines seiner Fotos ist dieses hier von einer Bibel. Wiebalk erzählte von Hassan, der eines vom gefährlichsten tat, was man in Pakistan tun kann. Er war früher Muslim und ist zum Christentum gekommen. Er wurde von seinen eigenen Eltern schwer misshandelt, verlor sein Gehör beinahe vollständig und wurde vergiftet, hat es überlebt. Er hat also eine enorme Leidenszeit hinter sich. Aber er leitet eine der Kirchen in einem armen Viertel und CSI hat es auch ermöglicht, dass er eine Wohnung bekommt über der Kirche, in der Nähe der Kirche, wo er, seine Frau und seine Kinder in Sicherheit leben. Es ist erschütternd, wie man sieht, wie Glaubensgeschwister leiden müssen. Und ich frage mich manchmal, ob ich als Christ bestätigt, wenn ich auch unter diesen Situationen leben müsste.